Hallo Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms Evolved, genau. Wir sind hier immer noch am Zuckerrohr suchen. Hier gibt es irgendwie kein Zuckerrohr. So ein Mist. Aber schöne Wasserblumen. Die nehmen wir mit. Und schmücken. Oh. Schere habe ich auch nicht. Ja, wir sind das letzte Mal gestorben im Tempel, weil der die Druckplatte einfach so ausgelöst. Hey, ah doch. So. Einfach so ausgelöst hat und wir dadurch alle unsere Level, alle unsere Items und so verloren haben. Aber weil es so unfair war durch einen Bug oder durch einen Mod, der einen Bug auslöst, sind wir ja gezwungen gewesen, das wieder herzucheaten. Aber das ist so eigentlich das Einzige, was ich cheate wieder. Und die Hinreise muss ich einfach pflegen, und weil es war zu gefährlich ohne Items. Was ist denn los? Weg da. Ja, okay. Falsche Taste gedrückt. Hallo, habt ihr Leute für mich? Alles, was zu laut ist, wird gekillt. Das neue Gesetz darf gekillt werden. Muss nicht immer killen, aber es darf gekillt werden. Gebt mir Leute. Ich habe das Leder verloren durch den Angriff. Durch die Bombe. Durch die Scheißfalle. Also das ist die schlechteste Falle, die Mojang und Microsoft einbauen konnten. Eine Explosionsfalle. Wie innovativ. Ja, ja, die Wüstentempel ist immer scheiße. Aber ich weiß ganz genau, dass Druckplatten nur auslösen, wenn man mehrheitlich auf der Platte ist und nicht, wenn man 100% nicht auf der Platte ist. Aber ja, so ein Bug, das kommt beim Mod einfach so dazu, oder? Da zieht einer an. Und wir testen das, wie gesagt im letzten Part, wir testen das, ob es wirklich so ist. Und ja. Auf verschiedene Weise, weil Bugs lösen ja nicht immer aus. Aber wir wetten, dass es ein Bug war. Ich habe es genau geschaut im Video. Ich wollte sogar abbauen und konnte es nicht abbauen, weil sie schon ausgelöst war. Also, weil sie genau in dem Augenblick ausgelöst wurde. Und dann sind wir durch die Wand und dann ist die ja schon explodiert. Ich wollte eigentlich runter, aber in dem Augenblick wollte ich eigentlich nur abhauen. Und ja. Sind dann gestorben. In Luft aufgelöst. So. Ein schöner Wald. Wie heißt er denn? Eukalyptus. So sieht nicht ein Eukalyptus aus. Ich weiß, wie ein Eukalyptusbaum aussieht. Aber so nicht. Ja, ja. Aber wir sammeln die Tropensetzlinge ein. Noch einer. Noch einer. Was ist denn los mit diesen Bäumen? Ah, jetzt. Gut. Aber wahrscheinlich bekommen wir auch keinen über. Weil wir können es auch nicht einsammeln gerade. Also, weg. Weg. Hm.
Ja. So. Ha. Zombie nicht schwimmen. Zombie geben Goldhelm. Zombie ist dumm. Ja, ja. Da ist noch Zuckerrohr. Also Zuckerrohr und Leder brauchen wir am ehesten. Da auf das konzentrieren. Schnell holen. So. Also ein Weiher. So ein kleiner Tümpel. Können wir dann auch noch machen. Wir müssen einfach hier wieder zurückkehren und da die Stängel holen. Die irgendwas Stängel. Keine Ahnung, wie sie heißen. So. Wir brauchen mehr Platz. Da wir Schwarzpulver nie brauchen, weg. Und Spinnenaugen brauchen wir auch nie. So. Ja, und dann, dort hat es noch, müssen wir wieder zurück. Das ist nur so eine kleine Insel. Australien haben wir durchsucht. So. Oder erkundet. Gut, wir brauchen aber noch viel mehr. Oh, ein Wassertempel. Sehr gut. Ich werde es markieren. Obwohl wir das noch nicht machen können wegen den Fischen. Wenn es überhaupt gibt, warten wir noch auf Wasseratmung und so. Dann gehen wir dorthin. Und Abbaulähmung. Genau. So. Oh, Bird of Paradise, das ist die schöne Blume. Schade ist sie nicht ganz so detailliert, aber ah, ich liebe das immer. Wir haben das Einkaufszentrum Coop in der Schweiz und dort gibt es manchmal auch eine Gärtnerei und da gibt es die immer. Aber die ist so extrem teuer. Das ist so eine schöne Blume. Früher hatte ich immer gedacht, das sei ein Papagei. Eine Blume, die Papagei sein will oder so. Ja, ist ja auch eine Bird of Paradise. Gibt es Papageien im Oak Creature Mod? Ich denke nicht, nur normale Vögel. Wer aber etwas Cooles? Also wer modden kann, bitte moddet mir ein Animal Mod. Ein richtiger zoologischer Mod. Sehr vielen Tieren. Ah, ich liebe das. Und bitte nicht zu laut. Das wäre auch toll. Also wir haben diese Farben. Dann nehmen wir Weiß nicht mit. Und ja, Lila haben wir. Rosa, genau. Grün haben wir. Nein, nehmen wir auch nicht. Okay. So, Nacht wird es schon wieder. Ja, jetzt habe ich Weiß mitgenommen. Ja, dann nehmen wir Rot auch nicht mit. Toll. So, die können wir nicht mitnehmen. Hätte sie nicht fällen sollen oder schneiden. Ich gebe dir eine Mate. Haben wir ab von dieser Biene. So, und dann gehen wir wieder zurück. Da hat es noch Blumen. Aber komm, das ist jetzt nicht so wichtig für den Teich. Also, ist nicht so wichtig. Weil wir das noch nicht machen, sozusagen.
So. Es gibt eine Pflanze im Wald bei uns, die heißt Dreistern. Die hat drei Sterne auf jeden, oh nein, sieben Sterne, genau, die hat sieben Sterne auf jeden, also die hat einen Stern und sieben Zacken vom Stern. Und die sieht richtig schön aus. Stinkt ein bisschen nach Bärlauch, aber das ist eine schöne Pflanze. Und die ist, glaube ich, sogar noch geschützt. Ja. Ihr seht es, ich bin richtig pflanzenfasziniert und tierfasziniert. Ich wollte immer Zoologe werden früher oder Biologe, ja, Biologe weniger. Aber Zoologe, das war mein Traumberuf, aber es war mir zu gefährlich. Wenn ich dann nach Afrika gehe oder nach Australien, Giftschlangen, boah, nein, danke. Ich will nicht wie Steve Irwin dann an einem Rochenbiss sterben. Nein, danke. Das war mein Vorbild. Mein liebes Vorbild. Ah, da haben wir auch noch Bambus Forest. Gut. So. Ja. Gehen wir wieder dorthin. Also. Ah! Das ist auch ein schönes Biom. Mann, ich brauche unbedingt Platz. Ach komm, die fallen jeden Monster runter. Weg mit dem Schädel. Das Bambus dort sammeln wir dann später ein. Zucker. Früher hieß es immer Bambus. Und ich sage immer noch Bambus. Das passt einfach viel besser. Was ist denn mit diesen? Was war denn das für ein Geräusch? Birnen oder doch Birnen. Haben wir Knochen? Ja. Ja, nein, das nehme ich jetzt nicht mit. Also eine Birne, die werden wir nochmal finden. Avocado. Ja. Birne. Avocado. So grün. Danke. Weiter. Ja. Sind das die? Nein, das sind nicht die giftigen. Wie heißen sie jetzt wieder? Gänseblümchen, also so. Die sind giftig, aber das sind tropische Gänseblümchen, nicht die, die wir kennen aus dem, aus den Wiesen. Ja. So, hat sie hier keine. Doch, dort hat sie Zucker. Er sollte nicht rennen wegen der Nahrung. Da noch ein bisschen mitnehmen. Sind das die gleichen? Ja. So. Ja. Habt ihr das eigentlich auch? Ihr seht, ein YouTuber hat ein Video hochgeladen. Aber es interessiert euch nicht. Aber trotzdem müsstet ihr es schauen und dann schaut ihr es voll, weil es doch spannend ist. Das habe ich momentan so, weil ich ja so wenig Zeit habe, um Let's Player zu schauen. Ich verbrauche meine ganze Zeit während dem Hochladen und so für Videos schauen. Eigentlich wollte ich ja immer wieder Sport machen, aber naja, kann keinen Sport machen, weil ich einfach abgelenkt bin. Das geht mal gar nicht. Naja.
So ist es halt. Nur. So ein böses Leben mit Ablenkung. Hey, Gott. Ja, wenn ich bald irgendwie Fußballprofi werde, dann werde ich wahrscheinlich genug Fans haben. Aber man darf nie davon ausgehen. Man darf nie meinen, man hat wirklich Erfolg. Vor allem im Fußball nicht. Das ist eine so gigantische Konkurrenz. Ja, leider. Aber, ja. So stolz bin ich dann auch nicht, wenn ich die Fans habe. Klar, auf die Fans ist man immer stolz. Man liebt ja die Fans. Aber, wenn man durch Fußball Fans bekommt und die sich dann auch für Games interessiert, dann hat man es dann nicht verdient, oder? So eine persönliche Meinung. Und trotzdem möchte ich natürlich die Fans auch weiterhin dann sehr gut versorgen mit Videos. Und wenn ich dann wirklich ein Abkommen habe oder so eine Ding, dann werde ich wahrscheinlich den Vertrag oder so entweder nicht annehmen oder ihn ändern. Kann man gut, wisst ihr, die Fußballclubs, die müssen die Spieler irgendwie binden. Und deshalb machen sie immer so Klauseln rein. Und ja, ich bin ja sowieso einer, der alles macht, oder? Und deshalb bin ich einer, der das schon irgendwie krümmen kann. Ich nehme eigentlich immer nicht so viel auf. Kann dann immer noch viel trainieren. Und ich trainiere sogar mehr als tausende von Fußballspieler. Also nicht zusammen, aber ja, ihr wisst schon. Nicht der Durchschnitt, das ist zu wenig, aber ja, sagen wir einfach, die Mehrheit Fußball trainieren vielleicht fünf, ja nicht mal fünf Stunden unterschiedliches pro Tag. Ich trainiere 8 Stunden pro Tag nur Fußball, nur Rennen, nur Schießen. Und andere machen da irgendwie welche Dehnübungen, Yoga und Fitnessstudio-Sachen. Jo. Und da ich sehr einen anpassungsfähigen Körper habe, der auch mal längere Zeit kein Training nötig hat, muss ich da auch nicht so auf die Figur und alles schauen. Ich habe noch nie in meinem Leben einen, ja, wie sagt man dem, einen Bauch gehabt, der ein bisschen nach Fett ausschaut oder so. Und ich esse extrem viel. Ich bin ein Fettsack im Essen, der nicht dick wird. Jo. Oh, eine dreifarbige Katze. Wilma, du bist hier. Wilma ist meine Tante, seine Katze. Die wohnt auch hier im Dorf. Und die hat... Die ist so süß und so zahm. Also so, die kommt immer zu mir und wir gestreichelt werden und so. Und meine Katze, die Luna, die hat Angst vor mir. Ich weiß nicht, wieso die Angst vor dir hat. Aber immer wenn wir ja, ein bisschen laufen, wandern gehen mit der Luna, sie ist wie ein Hund, kommt die und die Luna haut ab und kommt dann wieder, wenn sie weg ist, die Wilma. Oder wir ein bisschen weiter gewandert sind. Ja, und das machen wir täglich. Wir haben so schöne Wanderwege. Und sie liebt es. Die hat so viel zu erkunden alles.
geht so gerne mit und die will manchmal an an einem Zeitpunkt, der extrem schlecht ist zum Hund. Zum Beispiel in der Nacht oder am frühen Morgen. Ja, ja. So, aber schnell nach Hause. Es ist gefährlich hier. Ich will die Level nicht schon wieder verlieren. Zweimal reichen. Ja, ja. So. Und hopp. Gut. Ja, dann fangen wir an. Ich will da noch ein bisschen Zucker pflanzen. Und dann werde ich wieder ein bisschen warten, damit das auch wächst. Dann schauen wir morgen, gell? Aber was ich machen kann, ist jetzt hier die Reusen. Mal ein bisschen Ding geben. Dann können wir ein bisschen... ich pflanze alles an. Genau. Ja, dann ist der Zaubertisch auch fertig. So. Wo haben wir noch Platz? Dort drüben. Das wächst gar nicht, komischerweise. Vielleicht braucht es viel länger. So. Also, Fäden holen. Ah, eine Angel machen, genau, wir brauchen Köder. So, die Fäden mitnehmen. Was mal reinlegen. Das hier reinlegen. So. Ja, wir brauchen eine Angel. So. Eine Angel, die ist lustig. Nein, eine Wand. Wie heißt das Lied? Keine Ahnung. Das Wandern ist das Müll ist lustig. Ja, ja, das sind alles alte Lieder. Die wir in der Schule hatten, aber mich irgendwie nicht interessiert haben. So. Also angeln wir kurz drei Fische und dann können wir einen Köder machen. Komm schon, es ist langweilig. Leder, ich angle Leder. Könnte ich ja die Kühe alle am Leben lassen und ich Leder würde angeln. Hm, wurde das auch geändert? Also auf 1.8.1. Ah nein, das wurde schon früher geändert, gell? Stimmt. Hm, ja. Meine neuen Katzen machen so Lärm. Die sind noch so jung und so verspielt. Das ist Wahnsinn. Na gut, dass ihr das nicht hört. Es ist ober meinem Zimmer. Im Dachboden haben wir ein gigantisches, also wirklich riesiger Dachboden. So. Komm. Ja, einen Fisch haben wir, aber einen, der aus einem Mod ist. Aber das geht wahrscheinlich. Vor allem, wenn es von Palm Harvestcraft ist. Komm jetzt. Das ist aber... Sind das Lederstiefel? Oh Gott. Sangeln wir schon Lederstiefel? Ja, ja. Das können wir dann im Livestream. Nein, das mache ich auch nicht im Livestream. Aber für die drei Fische müssen wir das machen. Aber dann können wir aus den Reusen die Fische holen. Ja. Oh Gott! Was ist denn los?
der Part ist wieder vorbei. Dann mache ich das auf nächstes Mal und hör hier mit dem Part auf, weil es einfach zu langweilig ist, das sagen. Vor allem für mich. Ja, und ja, im nächsten Part werden wir dann verzaubern und bauen. Unbedingt bauen. Ich habe sowas von nötig. Gut, was haben wir hier gefunden? Wo ist es? Was haben wir denn gefunden? Ein Fleisch. Ein Stock. Was ist das, ein Stock? Ja, okay. Bis nächstes Mal. Tschüss. Ja, nochmals. Ich hatte eine verzauberte Angel gefischt. Die drei Fische, die wir jetzt kurz für die Reise brauchen. Und einen Haken. Ja, der Rest habe ich euch gezeigt. Und jetzt machen wir die Reise. Ja, natürlich. Harvest. Schauen wir mal. Ja. Fischfalle. Eine Kiste, eine Angel. Oh, wir haben eine Angel. Stöcke, hä? Okay. Eine Kiste. Die Kiste in der Mitte, die Angel nach oben. Die Fäden in die Mitte, also die mittleren. Und was war's noch? Stöcke, genau. Geht nicht. Müssen wir noch eine neue machen, hä? So. Oh, da haben wir das falsch gekriegt. Nochmal kurz schauen. Nee, so ist es richtig. Gut. Ja, dann muss sie mit voller Haltbarkeitsanzeige sein. Ah, oh Mann. Nervig. So. So, 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 so und so. Genau. Dann haben wir zwei. Das reicht, glaube ich, oder? Also. Wir brauchen Fischköder. Das wollte ich eigentlich auch machen. Nicht die Fischfalle, sondern der Köder. Da. Gut. Oh je. Also machen wir mal beide zwei rein. Und im nächsten Part werde ich zeigen, was da drin ist. Wir werden natürlich nichts rausnehmen und auch nicht sie ausleeren, also und ja, dann sehen wir es, gell? Und ich angle weiter, diese Angel, so und dann auf Wiedersehen, tschüss.